Auf der Welt gibt es rund 200 Länder. Die meisten davon sind riesig. Jedoch gibt es auch Staaten auf der Erde, die zusammengenommen immer noch kleiner sind als eine der größten Städte der Welt, Mexiko-Stadt, mit einer Fläche von 1.495 Quadratkilometern und einer Einwohnerzahl von ca. 8,8 Millionen Menschen. Heute zeige ich euch die 11 kleinsten Länder der Welt. Nummer 10. Diese ehemalige französische Kolonie ist mit einer Fläche von 344 Quadratkilometern eines der kleinsten Länder der Welt. Grenada ist ein Inselstaat in der Karibischen See und liegt zwischen der Karibik und dem Atlantischen Ozean nordwestlich von Trinidad und Tobago. Die Insel wurde 1498 von Kolumbus entdeckt, jedoch erst ab 1649 kolonialisiert, nachdem einheimische Häuptlinge Land an französische Händler verkauften. Zuvor war es den Spaniern und Engländern nicht gelungen, die Insel zu besiedeln, da die kriegerischen Kariben sich gegen diese wehrten. Der Inselstaat Grenada ist bekannt als Gewürzinsel und eines der größten Produzenten von Muskatnuss weltweit. Die Population beträgt ca. 100.000 Menschen, wovon über 95% afrikanischer Abstammung sind, die zu Zeiten der Kolonialisierung zur Sklavenarbeit auf die Insel verschleppt wurden. Nummer 9. Die Republik Malta ist ein Inselstaat im Mittelmeer und eine ehemalige Kolonie Großbritanniens. Die Gesamtfläche beträgt 316 Quadratkilometer. Mit einer Einwohnerzahl von mehr als 433.000 Menschen ist dieser Staat relativ dicht besiedelt. Auf einen Quadratkilometer kommen 1.371 Einwohner, was Malta zu einem Staat mit der fünfthöchsten Bevölkerungsdichte weltweit macht. 1942 wurde der Bevölkerung Maltas das Georgskreuz von König Georg VI. Für Tapferkeit und für die Verteidigung der Insel während des Zweiten Weltkrieges verliehen. Dieses war die erste Ehrung, die nicht an Einzelpersonen, sondern kollektiv verliehen wurde. Dank der Architektur, seiner verschiedenen kulturellen Einflüsse sowie des perfekten Klimas ist Malta zu einer beliebten Urlaubsregion für viele Europäer geworden. Nummer 8. Die Malediven befinden sich im Indischen Ozean westlich von Sri Lanka. Dieser islamische Inselstaat ist das kleinste Land in Asien in Bezug auf die Größe des Landes und der Bevölkerungsdichte. Die Malediven bestehen aus einer Vielzahl von Atollen und 1.196 Inseln, die sich über eine Gesamtfläche von 298 Quadratkilometer erstrecken. Von den 1.196 Inseln sind lediglich 220 mit über 344.000 Einwohnern bewohnt. Da alle Inseln nur kurz über dem Meeresspiegel liegen, sind diese besonders anfällig für den stetig steigenden Meeresspiegel. Es wird angenommen, dass ein Großteil im nächsten Jahrhundert unter Wasser stehen wird. Nummer 7. Mit einer Fläche von 269 Quadratkilometern ist St. Kitts und Nevis eines der kleinsten Staaten der Erde. Diese ehemalige britische Kolonie liegt auf den kleinen Antillen in der Karibik. St. Kitts und Nevis sind aufgrund der Vegetation und des Wetters beliebtes Tourismusziel geworden und heute stark davon abhängig. Der Tourismussektor macht ca. 3/4 des Bruttoinlandsproduktes aus. Daher finden sich an der Küste der Föderation luxuriöse Resorts und Hotels. Trotz der geringen Population von ca. 54.000 Einwohnern begrüßen diese über 500.000 Touristen jedes Jahr. Durch den boomenden Tourismus gehört die Insel zu einer der wohlhabendsten in der Karibik. Nummer 6. Das deutschsprachige Fürstentum Liechtenstein ist mit einer Fläche von ca. 160 Quadratkilometern der sechstkleinste Staat der Erde. Das Land war bekannt als eine Steueroase, unterzeichnete jedoch im November 2013 ein internationales Abkommen zur Verhinderung von Steuerflucht. Mit einem Bruttosozialprodukt pro Einwohner in Höhe von ca. 124.000 Euro gehören die ca. 37.000 Einwohner zu den wohlhabendsten der Welt. Nummer 5. Das kleine Fürstentum San Marino ist komplett umschlossen von Italien und beansprucht für sich den Titel als die älteste bestehende Republik der Welt. Die Geschichte geht angeblich auf das Jahr 301 mit der Gründung durch den heiligen Marinus zurück, der als Christ auf den Berg Titano vor der Christenverfolgung im Römischen Reich floh. San Marino ist das drittkleinste Land in Europa und hat eine Einwohnerzahl von ca. 32.000 Menschen auf einer Fläche von 61,19 Quadratkilometern. Das Fürstentum gehört zu einer der wohlhabendsten der Welt, mit einer niedrigen Arbeitslosenquote und mehr Autos als Menschen. Nummer 4. Tuvalu ist ein Inselstaat, welcher sich im Pazifischen Ozean östlich von Australien befindet. Dieser Mikrostaat hat lediglich eine Fläche von 26 Quadratkilometern und eine Einwohnerzahl von ca. 10.000 Menschen. Der Inselstaat war einst eine ehemalige britische Kolonie, welche unter dem Namen Ellice-Inseln bekannt war. Erst 1978 wurde unter dem Namen Tuvalu ein souveräner Staat mit einer Monarchie gegründet.
Da Tuvalu zu den kleinsten Exportnationen der Erde gehört, ist der Tourismus neben dem Fischfang eines der wichtigsten Wirtschaftszweige. Obgleich der Tourismus rückläufig ist, ist dennoch das Meeresschutzgebiet Funafuti Conservation Area ein beliebtes Ziel. Tuvalu generiert ca. 10% seines Einkommens durch den Verkauf seiner Top-Level-Domain-Rechte an .tv, nachdem die internationale Organisation für Normung dem Inselstaat das Länderkennzeichen TV zugewiesen hatte. Von dem Erlös in Höhe von 50 Millionen US-Dollar, der in jährlichen Raten von 5 Millionen gezahlt wird, investiert Tuvalu in die Infrastruktur. Nummer 3. Der Inselstaat Nauru ist die kleinste Republik der Erde. Mit einer Fläche von 21,1 Quadratkilometern ist Nauru der drittkleinste anerkannte Staat und liegt im Pazifischen Ozean. Nauru ist so klein, dass man diese Insel in weniger als einen Tag entdecken kann. Die Population beträgt etwas mehr als 10.000 Menschen. Die Bewohner Naurus haben im absoluten Vergleich mit 60,4 Jahren eine geringe Lebenserwartung, was daran liegt, dass Diabetes stark verbreitet ist. Somit ist Nauru weltweit das Land mit dem höchsten Anteil an Diabeteskranken. Erstaunlicherweise kommen auf ca. 700 Einwohner ein Arzt. Lange Zeit war die Insel durch den Abbau von Phosphatbeständen wohlhabend, verarmt jedoch zusehends, nachdem die Bestände komplett abgebaut sind. Nummer 2. Das Fürstentum Monaco ist der zweitkleinste Staat der Erde und liegt an der französischen Mittelmeerküste nahe der Grenze zu Italien. Der einst antike Handelsplatz ist mit einer Fläche von etwas mehr als 2 Quadratkilometer mit ca. 38.400 Menschen besiedelt, was einer Bevölkerungsdichte von 18.944 Einwohnern pro Quadratmeter entspricht. Somit hat Monaco die höchste Bevölkerungsdichte aller Staaten. Da es in Monaco keine direkte Steuerpflicht für Privatpersonen gibt, ist dieses Fürstentum zur Heimat vermögender Menschen geworden. Monaco weist im Vergleich zu anderen Staaten die höchste Millionärsdichte auf und hierdurch dominiert die Luxusgüterindustrie die Wirtschaft. Eines der größten Ereignisse in Monaco ist der Formel 1 Grand Prix von Monaco, welcher erstmalig 1929 auf den Straßen des Fürstentums ausgetragen wurde und seit 1955 jährlich gastiert. Nummer 1. Der kleinste Staat der Welt ist die Vatikanstadt. Mit einer Fläche von 0,44 Quadratkilometer ist dieser Staat auch bekannt als Heiliger Stuhl und spirituelle Heimat von über 1 Milliarde Katholiken. Die Einwohnerzahl wird auf etwa 1000 Menschen geschätzt. Da der Staat innerhalb des Stadtgebietes von Rom liegt, ist er Pilgerstätte für Tausende von Besuchern jeden Tag. Zum Gebiet des Vatikan gehört unter anderem der Petersplatz, der Petersdom und die Sixtinische Kapelle. Der Staat hat eine absolute Monarchie, deren Monarch der Papst ist. Dieser wird durch die Kardinäle gewählt und scheidet nur durch den Tod oder Rücktritt aus. Das folgende Land wird zwar nicht international anerkannt, aber sollte auf der Liste der kleinsten Länder nicht fehlen. Das Fürstentum Sealand ist eine Mikronation knapp 10 Kilometer entfernt von der Küste Suffolk in England. Obgleich die Festung 1967 durch Paddy Roy Bates als neuer eigenständiger Staat proklamiert und verteidigt wurde, wurde die Anerkennung als Staat international verweigert. Die Maunsel-See-Festung wurde einst im Zweiten Weltkrieg zur Abwehr von Seeangriffen errichtet und beherbergt in 2 Betonsäulen 7 Stockwerke, aufgeteilt in 8 Räume pro Säule. Auf der Plattform befinden sich unter anderem Badezimmer, Küche und ein Hubschrauberlandeplatz. Die Bevölkerung bestand aus der Familie des Besetzers Bates und einigen Freunden. Heute wird diese Plattform nur noch von einem Wachmann als Repräsentant dauerhaft bewohnt. Liebe Grüße gehen raus an Maxi und Denise, Lukas, ich werde daran arbeiten und als drittes grüße ich Thompson. Wenn auch du einen Platz auf dieser Pinnwand haben möchtest, schreib einfach einen netten Kommentar, gerne auch Kritik oder Verbesserungsvorschläge. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Und um keine neuen Videos mehr zu verpassen, klick einfach auf Abonnieren. Natürlich nur, wenn du möchtest. Danke, dass du mir bis zum Ende zugehört hast. Bis zum nächsten Video. Ciao.